Bündnerrösti. Hallo zusammen, heute machen wir zusammen eine Bündnerrösti. Für die Bündnerrösti nehmen wir 1 Kilo festkochende Herdöpfel. Wir die am besten schon am Vorabend geschwollen. Das heisst, wir kochen sie, kochen, bis der Herdöpfel vom Messer rutscht, wenn wir ihn reinstechen. Anschliessend lassen wir es auskühlen. Dann schälen wir den Herdöpfel und mit der Rösti raffeln reiben. Ich nehme zum Würz ein Dodo-Gewürz von Bünzli Gewürz. Ist zwar für Flügel gedacht, ist aber wunderbar am Herdöpfel. Alternativ kann man natürlich ein anderes Herdöpfel-Gewürz oder Salz und Pfeffer nehmen. Gut würzen. Dann brauchen wir noch 2 Salsitz. Die nehmen wir schinden und schön in Scheiben schneiden. Dazu natürlich noch Anken. Und am Schluss für unsere Stierenaugen noch 4 Eier und ein bisschen Öl. Dann erhitzen wir ein bisschen Anken in einer Bratpfanne, die Temperatur auf mittlere Hitze zurück, die Hälfte von der Salsitz verteilen. Dann die Rösti rein. Das reicht übrigens für 2 Fresssäcke oder für 4 normal schlanke, sage ich jetzt einmal. Dann drücken wir die Rösti ein bisschen an und formen sie zu einem Kuchen. Dann haben wir sie, wie gesagt, bei mittlerer Temperatur 10 bis 15 Minuten schön goldbraun braten. Zwischendurch immer wieder ein bisschen Anken von der Seite ringsherum ein bisschen runterlassen. Dann haben wir die Rösti auf einen runden Teller kehren und gitschen über dem Schützstein, dass das Fett nicht über den Herd läuft. Dann haben wir wieder ein bisschen Anken in die Pfanne, den Rest Salzsitz wieder verteilen. Dann die Rösti wieder drauflegen und 10-15 Minuten fertig braten. Kurz vor Schluss erhitzen wir in einer anderen Bratpfanne ein bisschen Öl. Dann schlagen wir 4 Eier rein. Bei mir sind es jetzt 5 geworden, weil sonst eins übrig geblieben wäre. Ich würze es ein bisschen mit Schnickfitzel von Bünzli Gewürz. Alternativ könnt ihr Salz, Pfeffer oder Glutamatbomben-Aromat nehmen. Und ein bisschen Matschi hat zwar auch Glutamat, aber da gibt es die Alternative noch nicht. Dann legen wir die Eier direkt auf die Rösti und servieren so am Tisch. Und fertig ist unsere Bündner Rösti. Ich wünsche einen guten Zeit.